Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen der Hake am Sonntag. Fit statt fertig. Unter diesem Motto stand das am Donnerstag stattgefundene Fachkräfteforum Handwerk 2015 im Tagungszentrum der Handwerkskammer Hannover in Garbsen. Jan-Ole Guder war als Mitglied der Geschäftsführung des Malereibetriebs Guder GmbH aus Hoya ebenfalls kompetenter Gesprächsgast auf dem Podium unter der Überschrift Gesunde Strukturen, gesunder Betrieb. Wie soll das denn gehen? Jan-Ole Guder ist innovativ, er blickt in die Zukunft. Aus diesem Grund nimmt die Firma Guder in diesem Jahr an der Zukunftswerkstatt der Handwerkskammer Hannover teil. Am Donnerstag, 8. Oktober um 20 Uhr, gastiert der Schauspieler Bernd Lafrenz im Forum des Nienburger Marion-Dönhoff-Gymnasiums mit dem Theaterstück der widerspenstigen Zähmung. Bernd Lafrenz bringt Shakespeare auf den Punkt, als Ein-Mann-Show. Der auch international spielende Bernd Lafrenz ist ein Verwandlungskünstler im Geschwindigkeitsrausch. Er reitet, kämpft, mordet, hext und intrigiert sich durch den Abend, dass es eine Lust ist. Die Leserinnen und Leser der Hams können ein Klickenticket gewinnen. Die Siedlungsgemeinschaft Lebensgarten Steierberg ist Septemberbotschafter der Kreis-Nienburger Kampagne Einfach lebenswert. Uta Kupsch von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Nienburg überreichte den Vorstandsmitgliedern des Lebensgartens, Katharina Weber und Frido Siemering, nun die Botschafterplakette, die fortan das Hauptgebäude des Vereins ziert. Leben im Grünen und Großen. Gerade für diese Säule stehe der Lebensgarten wie kaum ein anderer Kampagnenpartner, so Uta Kupsch. Denn dieser Punkt ist am Lebensgarten besonders wichtig. Viele Bewohner des Lebensgartens haben irgendwann erkannt, dass Lebensqualität vor allem außerhalb von Großstädten und Ballungszentren zu finden ist, betont Katharina Weber. Katharinenmarkt, Kunst- und Bauernmarkt, Flohmarkt, offene Geschäfte. Die Fördergemeinschaft Hoya e.V. und der Katharinenmarktverein Hoya e.V. organisieren für dieses Stadtfest am 19. und 20. September ein ansprechendes und umfangreiches Programm in der Innenstadt und in der Altstadt von Hoya. Die Weserbrücke ist das Bindeglied zwischen beiden Märkten und unter dem Motto Brückenschlag hoffen beide Veranstalter, dass diese an den Markttagen in beiden Richtungen stark frequentiert sein wird. In der Innenstadt erwartet die Gäste an diesem Wochenende am Samstag der Flohmarkt. Er beginnt um 7 Uhr und endet um 13 Uhr. Zum Sport. Reitturnier bei der RG Bücken-Wietzen. Der Sonntag verspricht mit der Teamspringprüfung besondere Spannung. Auch das Schaubild der Voltigierer, die mit ihrer Akrobatik auf dem Pferderücken begeistern, und die M-Dressur, in der Anna-Lena Ottermann und Manuela Büchau vom gastgebenden Verein antreten, taugen als weitere Höhepunkte. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag vom 13. September oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.